Na, ne, ni, no, nu. Winfried Bürzle ist ein vielbeschäftigter Mann. Er gibt Rhetoriklehrgänge für Führungskräfte in Politik und Wirtschaft, aber auch für Studenten hier an der Hochschule Mittweida. Ja, und so nebenbei stellt er auch noch eine Rhetorikshow auf die Beine und ist CVD bei Bayern 1. Du sollst nicht stolpern, Herr Bürzle, beim Kaffee mit von Medien Mittweida. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Mit viel Disziplin, mit viel Verzicht auf Privatleben, auf Freunde. Ich hoffe nicht für alle Ewigkeit und auf alle Freunde, aber Sie müssen Ihr Privatleben schon sehr reduzieren, um das alles unter einen Hut zu bringen, wie Sie es formulieren. Ja. Mhm. Stellen Sie doch mal kurz Ihre neue Rhetorikshow vor. Und vor allem in welchen Bereich, würden Sie sagen, geht sie? Also eher Comedy oder ist es für Ihre Zuschauer mehr ein Workshop oder ein Lehrgang? Die Leute, die reingehen, die sollen etwas mitnehmen für sich, aber eben nicht im Sinne einer Vorlesung, sondern die sollen Spaß haben. Ich habe sehr viele Videoclips aus dem ganz normalen Fernsehalltag, die ich einblende. Und die Leute amüsieren sich über die Fehler der anderen. Das ist ein bisschen Schadenfreude quasi dabei. Aber durch diese Fehler lernen wir natürlich. Also beides trifft zu. Sich blendend amüsieren und etwas mitnehmen. Ich finde es ja toll, wenn Sie jetzt vielleicht ein kurzes Beispiel dafür geben könnten. Naja, ich mache zum Beispiel vor, wie schlechte Sprechmuster in den Medien auch gepflegt werden. Mhm. Das untermale ich dann auch mit Videobeispielen und möchte den Leuten, den Zuschauern, den Besuchern damit an die Hand geben, bitte so nicht. Vertrauen Sie mehr Ihrer natürlichen Sprachmelodie und gewöhnen Sie sich keine falschen Sprechmuster an. Und da habe ich ein paar davon und einen kann ich vormachen. Das ist zum Beispiel der typische Korrespondentenstil. Das klingt dann ungefähr so für die Zuschauer. Stellen wir uns vor, er steht vor dem Weißen Haus, ja, gegelte Haare. Jetzt weiß er, jetzt schreibt er Fernsehgeschichte und dann geht's los. 20 Uhr, 3 Tagesschau. Da hat der amerikanische Präsident noch gestern Abend gesagt, morgen will er sich mit dem russischen Amtskollegen treffen. Nun heute, 24 Stunden später, ist alles wieder ganz anders. Ja. Wum, wum. Und solche unsinnigen Sprechmuster gibt es jede Menge. Und die Leute amüsieren sich darüber und nehmen aber eben dann mit, also bitte nicht verkünsteln, rede ganz normal mit den Menschen. Und Sie waren gerade im Workshop hier an der Hochschule. Wie ist da das Feedback gewesen? Oder? Ich kann so viel sagen, dass alle bis zum Schluss geblieben sind, dass sie sich gefreut haben, gut mitgemacht haben, engagiert waren, so wie ich das von der Hochschule im Übrigen auch gewöhnt bin. Und es hat Spaß gemacht. Da sind wir wieder bei meinem Teil, also Edutainment. Also die Lehre muss immer auch Spaß machen. Die Lehre muss für mich motivierend sein und nicht einfordernd und abverlangend und schwer. Ich bedanke mich für das Interview. Gerne geschehen.